Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Wir befinden uns heute im oststeirischen Fischbach und wir sind auf dem Weg hinauf auf den Teufelstein. Das Wetter ist nicht ideal, aber das ist uns egal. Welche Motive wir hier finden, das sehen wir uns in Kürze an. Wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Viel Spaß. Es führt hier ein Schotterweg, der jetzt natürlich schneebedeckt ist, rauf auf den Gipfel und auch ein Weg durch den Wald, aber der war heute zu eisig, darum werde ich jetzt diesen Weg hier entlang gehen und nach einer Stunde rund müssten wir den Teufelstein dann auch erreicht haben. Bei dem relativ monotonen Aufstieg kann ich euch etwas über den Kameramarkt erzählen. Ja, es ist soweit, es gibt schon die ersten Bilder und die ersten Rumors, Gerüchte, die Canon EOS R1, das Spitzenmodell, soll in einigen Monaten auf den Markt kommen. Die R1 wird wahrscheinlich das Topmodell von Canon, die D1 X Mark IV, ablösen. Man rechnet mit einer noch besseren Abdichtung des Gehäuses betreffend Wetterbeständigkeit und man glaubt, es wird auch eine Sportkamera werden, die extrem viel Bilder pro Sekunde und einen schnellen Workflow erlaubt. Nikon hat ja die Z7 II auf den Markt gebracht, da wird nichts kommen. Erwartet wird aber auch der Nachfolger, der Sony A7 III, die A7 IV und da ist man auch schon gespannt, was dann wirklich kommt. Bis jetzt gestaltet sich der Weg auf den Teufelstein geografisch relativ langweilig. Es gibt hier noch keine Motive, die es wert sind, auf den Chip gebannt zu werden. Aber wir werden sehen, was noch alles kommt. Und wie gesagt, wir geben nie auf, um zu guten Bildern zu gelangen. Jetzt habe ich hier diesen Platz gefunden. Hier gibt es einen Baum, der total schön in Nebel gehüllt ist. Und ich denke, das wird meine erste Aufnahme hier werden. Und ich möchte diesen Baum praktisch standalone im Nebel eingehüllt darstellen. You say you wanna come over tonight. Yeah, you wanna make up and make it right. When everybody's looking for something else they can do, we try to make it work this time. We have let go of our doubts. Let's make it matter, cause we will never ever come down. It looks like we made it. If your heart should break, jetzt geht's noch rund 15 Minuten zum Gipfel, das werden wir auch noch schaffen.
Wissen würde, wo der Weg jetzt zum Gipfel weitergeht, dann wäre mir leichter. Wie ihr seht, ist die Nebelsuppe so dicht, dass man nicht sieht. Es gibt auch keine Markierung mehr. Ich werde jetzt einfach einmal da hinten diesen Weg entlang gehen und hoffen, dass ich rauskomme. Ich habe keine Ahnung, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Ich habe jetzt hier ein Motiv gefunden, nichts Außergewöhnliches, nichts Unglaubliches, einfach Bäume, einen Wald, wo im Wald etwas Nebel liegt. Und diesen Nebel möchte ich jetzt mit diesen Bäumen umhüllt einfangen. Ortskundige haben mir mitgeteilt, da oben hinter diesem Baum, da muss der Teufelstein jetzt sein. Everybody's looking for something else they can do. We try to make it work this time. We have let go of our doubts. Let's make it matter, cause we will never ever come down. It looks like we made it. If your heart should break, ich habe es schon gesehen jetzt, die Sonne kommt heute nicht mehr durch. Es gibt hier kaum Licht zum Fotografieren. Ein paar Aufnahmen habe ich gemacht, die habt ihr gesehen. Ich werde sicher wiederkommen, wenn es hier bessere Witterungsbedingungen gibt. Aber trotzdem, es hat sich ausgezahlt, einfach rauszugehen. Das macht Spaß jetzt. Was ich als Resümee des heutigen Tages auf jeden Fall sagen kann, ist, was ich schon in anderen Videos euch näher gebracht habe, so auch im letzten Video über den Hochlunch. Wichtig ist, dass die Kamera wetterfest ist. Das heißt, die Kamera sollte staub- und Spritzwasser geschützt sein. Aber nicht nur die Kamera, sondern selbstverständlich auch das Objektiv. Das Objektiv ist ja eigentlich noch wichtiger als die Kamera. Was sollte man noch mitnehmen, so wie heute, wenn es stürmt und schneit und die Wetterbedingungen äußerst schlecht sind? Natürlich entsprechende Tücher, damit ihr euer Equipment, die Kamera, Objektive und so weiter trocken rubbeln könnt. Was bei solchen Witterungsbedingungen wie heute auch extrem wichtig ist, schaut und achtet danach, dass ihr die Akkus bzw. die Ersatzakkus am Körper trägt. Am besten steckt ihr den Akku in die Hosentasche, hier bleibt er warm. Das Problem ist nämlich, dass die Akkus in der Kälte nicht kaputt werden, aber sie funktionieren einfach nicht, sie haben keine Kapazität mehr. Außer dem Fotoequipment sollte natürlich die andere Ausrüstung auch passen. Wenn ihr im Winter, wenn es schneit und wenn es eisig ist, natürlich Wanderschuhe oder gute Schuhwerk habt, kauft auch eine Grödel, das heißt, das sind so kleine Spikes, Schneeketten für die Schuhe. Und was ganz wichtig ist, heute bin ich schon ein paar Mal eingebrochen, kauft auch so Schneeschuhe, damit ihr nicht einbrecht. Man lernt eigentlich von Wanderung zu Wanderung, von Fotoshooting zu Fotoshooting dazu. Und ich glaube, das ist gut so. Und nach einiger Zeit, nach einigen Jahren, seid ihr in jeder Hinsicht top ausgestattet. Aber perfekt werdet ihr sicher nie werden, aber das ist das Schöne im Leben und natürlich auch in der Landschaftsfotografie. Da man nie weiß, wie das Wetter wird oder ob das Wetter umschlägt, sollt ihr natürlich mit allen Eventualitäten vertraut sein und vorbereitet.
Bei so einem Wetter wird natürlich die Ausrüstung immer wieder gefordert. Das ist eben Natur und man muss sich darauf einstellen. Es gibt nicht nur Schönwetterfotografie. Wenn man irgendwo am Berg ist, kann das Wetter oft minütlich umschlagen. Da muss man gewappnet sein und auf der Hut. Aber wie immer, wenn man dann seine Filme oder seine Fotos im Wohnzimmer danach im Warmen anschaut, dann weiß man, warum man unterwegs war. Wenn es auch fotografisch heute nicht ausgiebig war, das heißt, aufgrund der Wetterlage gab es wirklich kaum Motive, die man einfangen konnte, hoffe ich doch, dass euch dieser kleine Ausflug hier in der Oststeiermark auf den Teufelstein gefallen hat. Ich verabschiede mich wie jede Woche von euch. Gut Licht und passt gut auf euch auf. Gesund bleiben. Ciao, Baba. Okay.